würde ich die Werkstatt so, wie sie jetzt ist, mit den Einzelheiten wieder genauso bauen oder würde ich was anders machen? Ja, als erstes möchte ich anfangen hier mit meinem Apothekerschrank, mit meinem dreizügigen Apothekerschrank. Und ich muss sagen, gefällt mir immer noch sehr gut. Auch die Art und Weise, wie er läuft, wie er funktioniert, hier habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich die hintere Wand oder den hinteren Steg habe ich einfach zu kurz, zu groß, zu lang gelassen. Deshalb wippt der hier vorne so. Das muss noch geändert werden. Das muss noch geändert werden. Aber den würde ich im Prinzip wieder genauso bauen. Wenn ich ihn heute bauen würde, würde ich ein anderes Material nehmen. Ich würde ihn nicht mehr aus USB bauen, aus OSB bauen. Und was wichtig ist, was ich tatsächlich ändern würde, sind diese Einsätze. Die würde ich nicht mehr fix bauen, sondern ich würde sie so bauen, dass ich sie variieren kann. Im Augenblick sind sie ja fest, nicht nur verschraubt, sondern auch noch verklebt mit dem gesamten Teil. Die würde ich so bauen, dass man die untereinander in der Höhe variieren kann. Ja, ich muss sagen, meine Kapp- und Gehrungsstation auch die würde ich im Groben wieder so bauen. Natürlich würde ich dieses Mal ein paar Dinge mehr beachten und im Voraus berechnen. Denn wie sich im Nachhinein herauskristallisiert hat, so wie ich sie ursprünglich gebaut hatte, vor allem der Ort, an dem ich sie platziert habe, war sehr ungünstig. Denn aufgrund dessen habe ich sie praktisch nie benutzt. Es gibt, glaube ich, das Vlog Nummer 4, Werkstatt Vlog Nummer 4. Da bin ich dabei, das ganze Ding umzuplatzieren. Und dort beschreibe ich auch, welche weiteren Umbaumaßnahmen hier noch erforderlich sind, damit alles so funktioniert, wie es soll. Die Station selber, also dass das Gerät versenkbar ist in einem Korpus, das würde ich jederzeit so und genauso wieder bauen, weil es sehr gut funktioniert. Ja, auf das Teil bin ich halt besonders stolz, weil es einfach genial ist. Du hast diese Station, die du benutzen kannst, und sie nimmt im Prinzip hier oben auf meiner einzigen Arbeitsfläche, die ich hier habe, also das Stück hier und das Stück dort drüben, es nimmt mir oben drauf keine Arbeitsfläche weg. So, natürlich habe ich hier Schränke mit Schubladen drin, wahrscheinlich wie ihr alle auch. Hier habe ich allerdings eine besondere Schublade in Anführungszeichen, die ich gemacht habe, nur für meine Werkzeugkoffer, die auch definitiv als Werkzeugkoffer erhalten bleiben und deshalb auch ein Plätzchen für sich brauchten. Hier fehlt jetzt mal ein Elektrikerkoffer. Das ist ein Koffer, der ist einfach nach. Es ist ein Koffer. Nein, es ist eine Schublade, die einfach nach hinten offen ist. Ich ziehe sie raus, nehme den Koffer, den ich brauche und bin dann, ja, und habe dann alles beisammen, was ich für den jeweiligen Auftrag, nenne ich es mal, dann brauche. Elektrikerkoffer, dann habe ich hier, ich nenne es immer Karosseriebauerkoffer, da ist Spachtelmasse, Schleifpapier und alles, was man so braucht zum Lackieren, Anlackieren bei Autos. Dann habe ich hier noch einen zweiten Elektrikerkoffer, mein Spezialelektrikerkoffer. Und dann habe ich hier noch ein Köfferchen, wo ich gerade gar nicht mehr weiß, was da drin ist. Was ist denn da drin? Ah! Mein Exzenterschleifer für den Kompressor. Trichter für Farbe und so weiter. Ja, und so ein paar Kleinigkeiten. Ein Föhn, weil zwischendurch muss man sich ja immer die Haare föhnen. Ne? Ist ganz wichtig, wenn man am Auto was lackieren möchte. So. Ja, Leute, noch so eine kuriose Geschichte. Das ist ja hier mein Regal für den Kompressor, den ich übrigens immer noch nicht ganz fertig habe. Pero, also mach dich bereit. Ich werde in den nächsten Tagen, vielleicht ein, zwei Wochen, dich mal telefonisch belästigen und dann schauen wir mal, dass wir diesen Kompressor endlich fertig kriegen. Ja, das ist mein Regal und damals waren viele verblüfft und haben mich gefragt, wie ich diesen Kompressor da hochgekriegt habe und warum vor allem. Ja, warum?
kann ich euch ganz leicht beantworten. Ich brauche das Ding halt. Und wenn ich es hier hinstellen würde, wäre schon wieder Platz vergeben. Also alles, was Platz wegnimmt, aber nicht in erster Linie nützlich ist, muss ich irgendwo in die Höhe bauen, damit es irgendwie Sinn macht. Also Kompressor in der Höhe war das Einzige, was für mich Sinn gemacht hat. Und wie gesagt, da nimmt es dir keinen Platz weg. Nicht wirklich. Also so viel Werkzeug, dass ich die Wände komplett voll kriegen würde, habe ich nicht. Ich habe zwar einiges, deshalb ist hier auch noch so viel Platz frei, weil ich noch nicht alle Halter fertig habe. Aber so viel, dass ich unbedingt diesen Platz brauchen würde, so viel habe ich dann doch nicht. Also auch das, aber das Regal werden wir auch, sobald der Kompressor fertig ist, werden wir auch das Regal neu bauen. Weil, ganz ehrlich, ich habe mir das USB langsam übersehen und einige Dinge, die ich wechseln kann, die ich tauschen kann, kommen weg. Ich kann das USB einfach nicht mehr sehen. An den Wänden bleibt es ganz sicher. Aber wenn ich sowas wie ein Halter, ein Regal oder sowas baue, das wird sicherlich in Zukunft nicht mehr in USB passieren. Ja, natürlich darf ich meinen Stechbeitelhalter, das ist der Stechbeitelhalter aus dem zweiten Geiber-Match, den darf ich natürlich nicht vergessen. Auch den würde ich tatsächlich wieder ganz genau so bauen. Ich habe ja damals das Geiber-Match gewonnen. Ja, hat er gut gemacht, der Kerl. Allerdings gab es natürlich auch, ist ja auch logisch, jeder würde ja Dinge anders bauen. Es gab natürlich auch Kritikpunkte. Kritikpunkte, die ich aber für meinen Teil nicht nachvollziehen kann. Jeder baut das nach seiner Fasson. Also, und für mich ist halt immer auch die Optik ein bisschen wichtig. Und ich wollte halt einfach den originalen Kasten benutzen und es musste einfach so cool aussehen. Kann man auch verstehen, oder nicht? Ja, das war das Ding. Ja, mein Schrauberschränkchen. Was hat mir das Kopfzerbrechen gemacht? Aber ich muss sagen, auch dieses Teil finde ich immer noch absolut genial. Würde ich auch wieder genauso bauen. Also was wäre das auch für ein Ding, wenn ich alles so bauen würde, wie es alle anderen auch bauen? Ich meine, bei manchen Sachen gibt es einfach nichts anderes. Da baut man es, wie es alle bauen. Aber für mich war die Vorstellung von einem Akkuschrauberhalter, der so reingesteckt und dann so hält, das war nicht mein Ding. Für mich musste das ganze Ding einfach mehr beinhalten und es musste gerade auch die Anschlüsse, für die Steckdosen und die Ladegeräte, das musste für mich alles in einem Ding sein. Und ich musste es verschließen können. Gar nicht mal unbedingt wegen der Schrauber. Aber was für mich wichtig war, dass die Akkugeräte vor Staub geschützt sind. Und das sind sie. Ich habe ganz wenig Staub da drin. Die Frage ist jetzt natürlich, was würde ich anders machen heute an dem Ding? Ja, was würde ich anders machen? Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Die Türchen. Dieses Stück hier. Hier hinter diesem gelben Rahmen. Da ist kein Holz mehr. Ich wollte nämlich ursprünglich ein großes Fenster machen. Ja? Hab dann aber ziemlich schnell festgestellt, sind die beiden Platten dann krumm und schief, also total verbunden. Und B sah auch komisch aus. Also ich würde das heute durchgehend machen, auf beiden Seiten. Diesen Rahmen habe ich übrigens auch nur deswegen drauf gemacht, sonst wäre da wahrscheinlich ohne Rahmen gewesen, dieses Schränkchen. Und was ich noch ändern würde, wären die Auszüge. Also die Auszüge selber würde ich wiederverwenden, aber ich würde sie anders einbauen. Jetzt im Augenblick sind sie liegend ein. Also jetzt im Augenblick sind sie liegend eingebaut, was natürlich zur Folge hat, dass wenn hier das Gewicht von der Tür drauf kommt, das Ganze hängt ein wenig. Das sieht man auch, wenn ich beide Türchen offen habe, dann hängen die hier am Ende.
Ja. So. Ich würde sie natürlich beim Neubau so rum einbauen, wie sie auch eigentlich hingehören. Also so. Dann würden die Türen auch auf Dauer besser laufen. Denn auf Dauer, mittlerweile schließen die nicht mehr so gut, wie sie ursprünglich geschlossen haben. Also am Anfang war das alles wunderbar, super geschlossen. Mittlerweile haben die, glaube ich, einen Knacks weg, die Teile. Und dieser letzte Zentimeter, den muss ich immer noch mal nachschieben. Aber das ist meine eigene Schuld, weil ich die Dinger einfach eigentlich falsch eingebaut habe. Aber hätte ich eine Sekunde drüber nachgedacht, hätte ich es von Anfang an richtig gemacht. Ja, aber dieses Schränkchen beinhaltet eigentlich alles, was ich wollte. Ich habe hier vorne praktisch meine Tafel drauf. Ich habe meine Ladegeräte, sehe, ob ich gerade am Laden bin, weil ich natürlich das hier oben ein- und ausschalten kann. Ja. An den Schaltern hier oben kann ich dann immer, sehe ich dann immer, welches Ladegerät gerade eingeschaltet ist. Ich kann die hier einzeln ansteuern. Meine Tafel hier vorne, die hat mir schon so viel gute Dienste geleistet. Ich hätte schon so viel vergessen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Also so mit ein paar Veränderungen würde ich in jeder Zeit wieder bauen. Ja, ja, Ladies, mein Schraubstock. Ihr erinnert euch an das Theater mit den T-Huten. Ja, auch den würde ich wieder genauso bauen. Das Einzige, ich würde tatsächlich die Schienen in den Deckel von meiner Kapp- und Geostation weiter verlängern, dass ich mit diesem Schraubstock noch einen Ticken weiter rüberkomme. Aber ansonsten würde ich ihn genauso wieder bauen. Alles, was ich euch hier vorstelle heute, verlinke ich euch natürlich oben rechts im Eck für denjenigen, den es interessiert, wie ich alles gebaut habe. Das Einzige, was ich euch nicht so hundertprozentig zeigen kann, sind natürlich meine Schubladen und der Apothekerschrank. Ja, um das zu verstehen, solltet ihr vielleicht mein erstes Video angucken. Ja, ich hoffe, euch hat auch diese Art Vlog mal gefallen. Das wird nicht so oft vorkommen. Also, wie ich euch gesagt habe, in meinen Vlogs wird eigentlich immer gebastelt. Das wird auch so bleiben. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch mal interessant, für euch zu hören, was würde ich wieder machen und was würde ich lieber vergessen. Ja, insofern danke ich euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Sascha.